Meine Hübschen, ich bin's wieder mit einem neuen Video für euch und diesmal ist es der Pretty Little Liars Tag. Ich möchte vorab sagen, dass wenn ihr noch nicht so weit seid wie ich, also ich bin jetzt gerade bei Staffel 4, jetzt am besten ausschalten solltet und erst am Ende des Videos einschalten solltet, wo mein Pretty Little Liars Lookbook kommt, denn ich weiß wahrscheinlich mehr als ihr gerade wisst, denn ich bin... Nein, Spaß. Also, aber ich weiß wahrscheinlich mehr als ihr wisst, wenn ihr noch nicht in Staffel 4 seid. Und ja, deshalb möchte ich euch jetzt nichts irgendwie erzählen, was ihr noch nicht wisst. Ich blende euch aber hier mal eben kurz die Zeit an, wo ihr einschalten könnt. Denn da geht es dann nur noch um die Outfits der vier Pretty Little Liars Charaktere, nämlich Emily, Spencer, Hannah und Aria. Und ich wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz, ganz viel Spaß beim Video und ich beantworte jetzt mal für euch die Fragen. Frage Nummer 1 ist, welcher ist dein Lieblingscharakter und wieso? Also mein Lieblingscharakter ist auf jeden Fall Hannah. Ich mag Hannah mega, mega gerne. Sie hat einfach mega den tollen Style und auch ein echt cooles Haus und eigentlich cooles Leben, wenn die ganzen Sachen mit A nicht wären. Und deshalb ist sie auf jeden Fall mein Lieblingscharakter. Frage Nummer 2 ist, wenn du eines der Mädchen wärst, welches wärst du? Also ich wäre Hannah, weil ja, sie einfach einen coolen Style hat, ein cooles Leben und einfach nur toll ist. Frage Nummer 3 ist, Lieblingspaar, Spencer und Toby. Ich liebe die beiden. Die sind einfach, weiß ich nicht, also Spencer ist zwar nicht mein Lieblingscharakter, aber zusammen sind die einfach der Hammer und oh, die sind so süß und ich liebe die beiden einfach so. Und Leute, jetzt mal ehrlich, wie heiß ist Toby bitte? Also, keine Ahnung, ich mag die einfach beide echt, echt gerne. Und ja, Frage Nummer 4, wer steckt hinter dem Tod von Allison? Ja, also momentan kristallisiert sich das bei mir gerade raus, dass es Cece ist. Ich wusste von Anfang an irgendwie, dass Cece da so ein bisschen hintersteckt. Weil es ist immer so, es taucht immer so eine Person auf einmal auf und irgendwie, was hat die dann damit zu tun? Und deshalb glaube ich einfach momentan, dass Cece es ist, weil sie ja ein bisschen ein paar komische Sachen gerade macht. Frage Nummer 5. Wer sollte deiner Meinung nach A sein? Ja, also auf jeden Fall Cece, wie ich gerade gesagt habe. Und bis vor kurzem dachte ich auch noch, dass Wilden A ist. Also der ist zwar jetzt tot, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der da trotzdem was mit zu tun hat. Frage Nummer 6. Welchen Charakter bist du am ähnlichsten? Also vom Charakter her auf jeden Fall Hannah, weil Hannah ist so die... Auch die nimmt alles so ein bisschen auf die leichte Schulter, tut manchmal so ein bisschen doof. Also ich bin immer so dieser Meinung... In manchen Situationen sollte man sich ein bisschen doofer stellen, als man ist, weil man dadurch mehr Hilfe bekommt. Versteht ihr, was ich meine? Ja, und weiß ich nicht, also so, sie hat einen Geschmack für Mode und das mag ich halt auch sehr gerne. Emily am meisten vom Charakter her, weil sie auch so diese, ach, jetzt ist das halt so und ja, auch sehr locker ist und sowas alles und das bin ich auch. In manchen Situationen ist sie aber auch schüchtern, was ich auch bin. Manche glauben es vielleicht nicht, aber bin ich. Und ja, deshalb Hannah und Emily, würde ich sagen. Frage Nummer 7, Lieblingsszene. Da musste ich echt lange überlegen, weil ich eigentlich nicht wirklich eine Lieblingsszene habe, weil, Leute, ich bin in Staffel 4, die ganze Serie ist der Hammer. Also, ja, nein, aber, also, ich habe überlegt, ich finde, alle Szenen mit Spencer und Toby sind der Hammer, weil, oh, die beiden sind einfach so süß. Ich liebe die wirklich. Also, wenn es jetzt anfängt mit am Anfang, wo die sich angenähert haben, über... Das erste Mal von den beiden, das war ja mal der Hammer und wie geil ist Tobys Körper bitte. Oh, Hammer. Ja, also die beiden sind einfach so ein absolutes Traumpaar für mich in der Serie und deshalb auch alle Szenen mit den beiden sind der Hammer. Frage Nummer 8. Was denkst du, wer hinter dem A-Team steckt? Also hinter dem A-Team stecken ja sehr viele Leute, ob es jetzt die vier Hauptcharaktere sind oder auch alle anderen da. Aber auf jeden Fall denke ich, dass Melissa, die Schwester von Spencer eben, Cece, Wilden und... ja, ich weiß auch nicht. Also ich denke auf jeden Fall, so die jetzt so schwer gemein irgendwie. Keine Ahnung, das sind so viele. Also ich glaube auf jeden Fall, die drei sind so die stärksten, die dahinter stecken. Frage Nummer 9. Welches Mädchen wurde am meisten von A verletzt? Also da denke ich Spencer und Emily, weil Spencer einfach familiär voll verletzt wurde von Melissa. Die ist einfach so unglaublich falsch. Sie tut zwar immer so, als wenn sie so die Schwester wäre und würde sie beschützen, aber ich glaube, da steckt ein bisschen mehr hinter. Also ich glaube schon, dass sie so einer der Ängsten von A irgendwie ist. Und Emily, weil Emily halt mit ihren Freundinnen voll verletzt wurde, also Maya oder so, und sie selber ja halt auch voll von A angegriffen wurde.
Und ja, weiß ich nicht. Also ich finde, die anderen wurden zwar auch doll verletzt. Ich meine, Hannah wurde ja auch vom Auto umgefahren und allgemein so mit ihrer Mama und sowas. Aber ich finde so Spencer und Emily schon irgendwie am meisten. Frage Nummer 10. Welchen Style mag ich am meisten? Beziehungsweise welcher ähnelt mir? Also da würde ich auch sagen, die Hannah. Hannah nämlich, weil sie ja gerne Bläser trägt. Sie ist sehr schick angezogen, trägt gerne dunkle Jeanshosen. Was macht sie denn noch? Sie trägt gerne so farblich passende Klamotten und das stimmt eigentlich auf mich zu. Also ich trage auch gerne dunkle Jeans, weil dunkle Hosen einfach die Beine schmaler wirken lassen. Ich liebe Blazer und ich trage sehr gerne Sachen, die so zusammenpassen. Emily's Style mag ich aber auch sehr gerne, weil sie so sehr, ja, einen lockeren Style hat, sportlich, trägt gerne Erdtöne und das mag ich halt auch wirklich gerne, so sportliche und gemütliche Sachen einfach und ja, Erdtöne, wie ihr ja gerade wieder sehen könnt, mag ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Frage Nummer 11. Wer ist dein Schwarm in der Serie? Also, ich kann es jetzt gar nicht mehr leugnen. Auf jeden Fall Toby, er ist echt heiß. Und Jake mag ich auch sehr gerne. Jake ist ja so der ein bisschen Lover von Area, dieser Boxtrainer, keine Ahnung. Und ja, die beiden sehen schon echt verdammt gut aus. Frage Nummer 12. Wen mag ich am wenigsten von den Mädels und von allen? Also von den vier Mädels, ich mag sie eigentlich alle gerne, aber Aria wohl am wenigsten dann, weil ich irgendwie finde, dass sie so das langweiligste Leben von den vieren hat. Also man kann ja nicht sagen, dass die Leben von denen irgendwie langweilig sind, aber irgendwie interessiert mich ihr Leben so am wenigsten. Und von allen Maya. Maya war ja auch eine Freundin von Emily und weiß ich nicht, ich mochte ihren Charakter einfach überhaupt nicht. Die war von Anfang an so echt so voll der Buhmann für mich und nee. Also, da bin ich ganz froh, dass die jetzt nicht mehr so mitspielt in der Serie. Oh, und schon die letzte Frage. Frage Nummer 13. Was würdest du tun, wenn A hinter dir her wäre? Und ich weiß es nicht. Ich muss es ehrlich sagen. Also, ich habe darüber nachgedacht. Ich würde wahrscheinlich alles tun, was A von mir will. Irgendwie aber auch nicht, weil ich ja nicht will, dass dieses Spiel immer die ganze Zeit mein Leben lang so weitergeht. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich jetzt diesen Pretty Little Liars Tag gemacht habe. Denn viele, als sie herausfanden, dass ich gerne Pretty Little Liars gucke, waren ja sehr interessiert an diesem Tag dann. Ich würde sagen, falls ihr den Tag nachmacht, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, damit ich sehen kann auf euren Profilen bzw. euren Kanälen, wie ihr das so umgesetzt habt bzw. was ihr anders oder was ihr genauso beantwortet habt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, damit ich sehe, ob euch das Video gefallen hat. Ich hoffe das natürlich. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut das hier unten, denn da könnt ihr ein Abo mir geben. Ja, und erhaltet dann immer kostenlos neue Updates von mir. Und das ist doch der Burner, oder? Okay, ich würde jetzt sagen, es geht weiter mit meinem Lookbook. Ich habe von Emily Spencer, Aria und Hannah die Outfits, die ich so in meinem Kleiderschrank hatte, zusammengetan und wo ich am meisten meine, dass sie so. Ja, dass Emily so in meinen Kleiderschrank reingreifen würde und sagen würde, okay, das ziehe ich heute an und Hannah und die anderen eben auch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich so ein Video gemacht habe, so eine Kombination aus Tag und Lookbook. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und bis zum nächsten Video. Mua. Secret.
Ja, nein. Emily's. Oh, Leute. Keine Fotos, keine Fotos.